Yo Leute, was geht? Heute werde ich von einem riesigen Minion in 360 Grad verfolgt. Und ja Leute, ihr mögt diese 360 Grad Videos genauso wie ich. Und das bedeutet, wir können uns in diesem Video komplett umschauen. Und wir schauen das erste Video auf dem Kanal von VR Planet. VR 360 Grad, Giant Minion Attacks the City. Leute, wir legen direkt los und wir sind gerade in einer Art Minion Space Station oder Basis. Irgendwie im Untergrund, keine Ahnung. Aber ja, da ist auf jeden Fall auch einer der Minion und ich würde sagen, let's go! Okay. Wow, das ist ein Wissenschaftsminion. Und Junge, ist das da unten? Ist das die Reflexion oder ist das das Weltall? Wo sind wir hier? Sind wir im Weltall, Mann? Keine Ahnung, was das hier ist. Warte mal. Ich bin ein Minion oder bin ich nur... Sind das nur meine Hände? Ich weiß nicht, was ich davon bin. Und ich weiß auch nicht, ob man die Qualität noch höher machen kann. Man kann. Let's go, Leute. Man kann die Qualität erhöhen. Oh ja, die sieht besser aus. Oh, er geht da rein. Das ist laut. Oh! Oh, der wird ja riesig. Bro, der ist so riesig. Der ist direkt vor meinem Gesicht. Der ist so groß. Ich kann einfach ins Bild nicht... reinkriegen, wie gigantomanisch der ist. Absolut geisteskrank, wie groß. Hilfe! Riesen-Minion! Help! No. Boah, Alter, nicer Booty, Junge. Der Typ, der Wissenschaft... Oh, ah, Junge. Oh, oh. Yo! Hilfe! Der hat das Polizeiauto einfach... platt gemacht. Was macht eigentlich dieser Minion dort? Der steht da einfach nur rum oder so. Twerkt der? Was macht der? Er läuft! Achtung! Boah, Junge, aber das Bild, das ist bisher eines der krassesten, und das muss ich auch ehrlich sagen, eines der krassesten 360-Grad-Videos, die ich bisher gesehen habe. Sehr gut animiert. Der Grafikstil ist sehr scharf. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut gemacht. Und wir laufen jetzt durch die Innenstadt. Wir laufen vor dem Minion weg. Und er scheint jedes Auto gerade mitzunehmen. Der wird immer schneller, der wird immer schneller, Mann. Was hat er jetzt vor? Und Laser! Laser-Attack! Der hat alles in Brand gesetzt. Der hat überall ein Feuer verursacht. Die Polizei hat schon Straßensperren aufgestellt mit Volkswagen, Transporter oder sowas. Oh, Mann, kannst du bitte aufhören, mich zu verfolgen, Mann? Hilfe! Wow! Die arme Familie, die gerade vom Einkauf kam und einfach nur gedacht hat, grüne Welle, let's go, ich fahr durch. Und dann, Leben ausgelöscht. Das war's. Alter, er zerquetscht alles, als wäre es Knete. Mann. Ey, Kollege, oh nein, Leute, er humpelt. Er humpelt. Wie arm, Mann. Der humpelt. Nein, der VW, die Bäume. Selbst der Feuerwehrwagen hat keine Chance gegen diesen gigantomanischen Minion. Jetzt haben die auch schon den... Oh. Oh, ich bin in Sicherheit. Ich bin mir sicher, oder? Banana, Banana Boy. Banana Boy? Banana Boy. Eine Spritze. Okay. Was kann man damit machen? Kann man damit selber groß werden? Oder ist es das Gegenmittel? Ich glaube, das ist das Gegenmittel, ne? Bad Boy. Bad Boys? Kennt ihr diesen Clip von Lionel Messi? Da klingelt er so. Bad Boys? Bad Boys? Ich weiß nicht, warum Messi in seinen ganzen Jahren nicht ein einziges Wort Englisch gelernt hat. Bad Boys? Ich bin nicht Bad Boy. Bad Boy. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Oh Mann, Minion. Ich hoffe, du machst es richtig. Okay. Mission Rettungsaktion. Spritze auf diesen riesen Minion drauf machen. Junge, das ist so ein gutes Video, Mann. Wir müssen draufspringen. Oder wir schmeißen. Eins von beiden. Okay, wir gehen mit der Liane. Wir springen auf ihn drauf. Vorsicht! Oh! Mission failed. We get him next time.
schauen. Vielleicht hat er uns ja gar nicht bemerkt. Er hätte uns nicht bemerkt. Aha. Vorsicht. Gegenmittel. Wo? Haben wir ihn gespritzt? Warte. Haben wir ihn? Ah, da ist es. Achtung. Ja, Mann. Es in den Schuh reinzuspritzen, welcher eigentlich eine Dicke hat, die so ist, funktioniert bestimmt super, wenn man das in den Schuh reinmacht. Lasst ihr euch auch durch den Schuh impfen? Natürlich. Oh, er wird klein. Oh. Die Minion-Polizei verhaftet ihn. Nein. Wie cool. Was für ein cooles Video. Ich muss es unironisch sagen. Was ein cooles Video. Aber das war's noch nicht, denn wir haben noch ein zweites Video. Boah, das war so cool. Ich glaube, das war das beste 360-Grad-Video, was ich bisher gesehen habe. Cooles Storytelling. Nice. Next! Das nächste Video, was wir uns reinziehen, Leute, ist nämlich auch von VR Planet. Und zwar Minions 360 Grad VR Despicable Me 4 Minions vs. Vending Machine. Also versus Automat. Getränkeautomat, Essensautomat, irgendwas. Wir werden sehen. Let's go. Hello. Hello. Wow, der Ort ist aber auch echt schön, muss ich sagen. Sieht ganz schön aus. Ballon. Das ist wohl auch ein Minion. Automat. Bad Boy, Bad Boy. Ja, ja, Bad Boy, weil ich jetzt einen Automaten will. By the way, warum ist in diesem Haus ein Automat? Was gibt's denn da überhaupt? Money, money, money. Ey, da hinten ist ein Safe. Ich glaube, da holen die sich gleich das Geld. Wir brauchen Geld. Kein Geld. Kein Geld, leider. Leider kein Geld, Mann. Wir brauchen Geld. Schau mal. Habt ihr irgendwas? Yo, die haben einfach diese ergonomischen Gaming-Stühle. Aber dann hast du so einen Uralt-PC, der einfach... Oh nein, meine Maus. Meine Maus! Meine Maus klappt nicht mehr. Die ist leer. Ich muss die laden. Ah. Ich muss die Maus laden. So. Da habt ihr diesen Uralt-PC einfach. Wie wild. Willst du den hacken? Oh, er will den hacken. Okay, gucken wir erstmal, was wir hier zu essen und zu trinken haben. 7 Up, Diet Coke, Fanta, Cola. Okay. Okay. Schieb, 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 schieb. Oh nein, der steckt mit dem Kopf drin. Einmal drauf, klar. Oh mein Gott! Oh, wie lustig. Er ist müde. Hey, wir wollten noch was zu trinken. Warum schlafen wir jetzt ein? Ich bin auch müde. Wir haben ja jetzt fast 5 Uhr morgens. Ich bin auch müde. Okay. Der ist einfach im Automaten eingeschlafen. Ja, ist ja ganz kühl, ne? Über die Sommermonate ist doch ganz entspannt. Oh nein, er wird genervt. Oh nein! Raus kommst du nicht. Oh! Alter, der Arme! Der sieht ja traumatisiert aus. Ja, aber ja. Leute, aber ja, was soll ich sagen? Das war's auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Videos sind echt gut. Also die 360-Grad-Videos... Top Tier. Wirklich heftig. Leute, so wenn ihr auf jeden Fall mehr von sowas haben wollt, dann schreibt mal eine 360 in die Kommentare. Oder macht eine 360-Grad-Drehung. Ihr werdet sehen, es wird sich alles verändern. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr mehr sehen wollt. Wollt ihr noch mehr Minions? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Charlie the Steak? Wie auch immer, dies, das, Ananas. Und Leute, wir sehen uns. IDs raus, out rein und ciao!